Salut zusammen. Heute tauche ich ab. Mein Name ist Andreas Rohner. Ich möchte hören und sehen, was unter Wasser abgeht. Dazu habe ich hier ein Unterwassermikrofon und eine alte GoPro-Kamera, die ich jetzt da hinter den Schilf hineinstecke. Wir haben hier Karpfen und vielleicht können wir feststellen, was die so miteinander kommunizieren, welche Geschichten sie erzählen. Ihr seht hier die erste Aufnahmesequenz, die ich ausgesucht habe. Am Anfang der O-Ton relativ leise, so wie ich es direkt aus dem Gerät bekommen habe. Später dann ungefähr hier, dann die um 30 Dezibel verstärkte Aufnahme. Und am Schluss nochmal die gleiche Sequenz mit der Rauschunterdrückung. Das, was man hier hört, sind kleine Ruderwanzen, also Insekten und keine Fische. Ich habe das Buch Stumm wie ein Fisch und daraus entnahm ich, dass dieses Tier, das ihr jetzt dann gleich nochmal hört, eine Ruderwanze ist, offensichtlich. Ruderwanzen sind ganz kleine schwarze Tierchen, die unter Wasser schwimmen und sogenannt stridulieren. Das ist ganz ähnlich wie eine Zikade. Die stridulieren auch. Fische hören wir bei diesen Aufnahmen nicht. Fische haben ganz andere Laute, so wie ich das in diesem Buch festgestellt habe. Jetzt dann gleich nochmal in einem ganz sauberen Ton, ausgefiltert. Aufnahmen waren um ca. 16 Uhr am 18. März 2022 und offensichtlich ist es in der Nacht viel besser und reichhaltiger, das Soundprogramm unter Wasser. Diese Sequenz, schon bereits gefiltert, zeigt an der Grafik hier und hier oben deutlich, dass es vermutlich zwei verschiedene Arten sind, vielleicht auch Männchen und Weibchen. Ich kann das nicht beurteilen, aber auf jeden Fall ist es dieselbe Sequenz etwas rausgenommen. Ich für den Film, für die Synchronisierung einen Stein ins Wasser geworfen.
Diese zwei Aufnahmesequenzen stammen nicht so kurz hintereinander, wie wir das hier sehen, sondern ich habe den zweiten Teil zusätzlich hineingeschnitten, um es grafisch feststellen zu können, dass die Frequenz bei der zweiten Sequenz etwas höher ist. Auch die Rufintervalle sind irgendwie klarer und deutlicher und der einzelne Rhythmus ist etwas weiter auseinander. Offensichtlich eine andere Art. Das zwei Tiere sind, also das Vergangene und das, was jetzt kommt, die auseinanderliegen, weiß ich nicht, ist möglich. In 2013 hatte ich dieses Unterwassermikrofon gekauft für Meeresgeräusche, unter anderem das aquatische Knistern. Wir hören. Unter anderem das aquatische Knistern aufzunehmen. Ganz spannende Aufnahmen. Hier vergrößern wir die Sequenz nochmals. Ja, und wie tönt es, wenn es regnet unter Wasser?